Willkommen zurück zu Assassin's Creed 3. Menschlicher Schild, genau. Ich hätte gerne ein Schwert. Auf geht's, wir müssen zu Silas gehen. Oh Scheiße, das wiederholen wir nochmal. So lasse ich das nicht durchgehen. Wir haben schon den General nicht gefunden. Aber es wäre zu riskant gewesen, den umzubringen. Drängt sie zurück. Toll! Ach, wisst ihr was? Das ist mir jetzt auch scheißegal, ob wir von denen durchgesalzt werden oder nicht. Ich habe unendlich oft auf X gedrückt. Ich brauche das auch nicht. Ja, super. Hey, wir können sogar schon zwei Leute umbringen. Also der gute Silas, dem seine Tage sind auf jeden Fall gezählt. Wie konnte es? Er ist hier! Haltet den Eindringling! Er ist Benjamin. Dafür verantwortlich! Gut, dass ihr bei uns seid. Ich könnte... Okay, das ging mir ein bisschen zu schnell. Wer bist du? Ich bin Haytham Kenway. Du kennst mich nicht. Aber ich glaube, ihr beiden kennt euch recht gut. Ich versprach's dir, Silas, und ich werde es einhalten. Leg dich niemals mit Benjamin an. Und was nun? Wir warten. Doch sicher nicht lange, vermute ich. Ja, das haben wir schön versaut. Aber gut. Manchmal kann man es nicht ändern. So, Sequenz 2 wäre damit endlich mal beendet. Um das vielleicht so als positiven Fortschritt mitzunehmen. Und jetzt werden wir, glaube ich, wieder rausgeschickt. Mehrere Wochen sind vergangen, seit oder auch nicht. Mohawk befreit haben. Ich hatte gehofft, ihr Anführer meldet sich. Doch leider blieb es still. Meine Männer sind unruhig, wollen wissen, wie es weitergeht. Aber ich habe keine Antwort. Lee allein bleibt unermüdlich, verfolgt selbst die kleinsten Spuren. Er streift durch die Stadt und die angrenzenden Wälder. Er hofft, dass er auf einen der Geretteten trifft. Es war eine Frau bei ihnen in jener Nacht. Sie hat die anderen in Sicherheit gebracht. Oh mein Gott, es wird poetisch. Bekäme ich meine Antworten. Ich kann nur abwarten und hoffen, dass meine wahre Mission bald beginnen wird. Sprich, sie hat noch nicht begonnen. Und das ist jetzt immer noch Boston. Wir kommen, die wollen nicht, uns noch nicht nach New York schicken. Das ist sehr unnobel.
Also gut, ich würde sagen, die nächste Mission steht vor der Tür. Also es ist sehr seltsam, dass wir zu Beginn immer durch eine Tür durchschreiten müssen, wenn wir was anfangen wollen. Hallo Charles. Ist die Frau, die wir suchen, aufgetaucht? Es heißt, dass sie gerade außerhalb der Stadt für Aufruhr sorgt, in einem Dorf namens Lexington. Dann fangen wir dort mit der Suche an. Wir treffen uns da. Lexington. Das klingt ja schon so romantisch. Ich denke mal, es gibt auch noch gerade relativ wenig optionale Ziele, weil, glaubt mir Leute, es gibt nichts Uninteressanteres, als die optionalen Sachen in dem Spiel zu machen. Ich hasse die optionalen Missionen in diesem Spiel. Und das sage ich zu Recht, Leute, weil es hat mich überhaupt nicht motiviert. In Assassin's Creed Odyssey beispielsweise hat es mich sehr motiviert. Nur das Spiel war schon so scheiße lang. Ich glaube, wie viele Spielstunden hatte ich da letzten Endes gehabt? Glaube ich so um die 80. Und das ist schon eine gewaltige Menge. Ja, und auch mal das Freerunning war schon deutlich besser. Ja, es ist noch ein langer Weg, nehme ich mal an. Auch wenn wir da doch endlich mal zum Ende kommen sollten. Enjoy, sage ich dazu nur. Wie die Leute im McDonald's sagen, wenn man ausländisch ist. Oder wenn man auf Englisch mit den Leuten kommuniziert. In Slowenien beispielsweise hatte ich das. Ist das so die typische Verabschiedungsformel für alle McDonald's-Mitarbeiter? Enjoy! In einer wunderschönen Winterwunderwelt. Sag mal, wie weit ist das Ding jetzt eigentlich hier entfernt? Ach du Heiliger! Aber wir können auch eine Schnellreise hin machen. Das ist interessant. Das finde ich jetzt sehr interessant. Wir können uns ja nicht mal den gesamten Text anschauen, weil mein Bildschirm dazu nicht ausreicht. Obwohl ich ja eigentlich Vollbild habe. Also das alleine ist schon wieder sehr, sehr gruselig. Fast schon beängstigend. Also ich würde natürlich versuchen, einige Nebenmissionen noch zu machen. Aber das kommt noch. Und ich habe kein Schwert. Ach doch, ich habe ein Pferd. Mehr oder weniger. Das ist das Mal, dass es so ein bisschen Skyrim-artig wird. Und natürlich die Epik eines Skyrims zu erreichen.
Ja, irgendwann müssen wir doch... Das sieht doch mal nach einem sehr guten Gebäude aus, oder? Nein, auch das nicht. Es bleibt uns alles erspart, wir dürfen woanders hin. Verdammt nochmal. Also da reiten wir aber ganz schön weit raus. Was habe ich das eigentlich richtig gemacht? Oder gab es irgendwie ein anderes Mittel dahin zu kommen? Nun ja. Nicht überzeugt. Nächste Mission. Habt ihr sie gefunden? Sie hat ihr Lager nicht weit von hier. Sehr gut. Nun, je eher wir sie finden, desto rascher können wir wieder ins Warme. Und das ist ja das Einzige, was wir wollen. Wir wollen nicht erfrieren. Mit den Pferden sind wir. Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten, Sir. Braddock besteht auf meiner Rückkehr in seine Dienste. Ich bat um mehr Zeit, doch ohne Erfolg. Ihn ärgert bestimmt noch der Verlust Pitcairns. Ganz zu schweigen von seiner Demütigung. Tut wie verlangt. Ich versuche derweil euch freistellen zu lassen. Der Ärger tut mir sehr leid. Nicht eure Schuld. Ach, da geht's ja lang. Zu spät. Das Feuer ist noch nicht lange aus. Die Spuren im Schnee frisch. Sie ist noch nicht weit. Verdammt! Diese Spuren sind frisch. Es müssen ihre sein. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Das erinnert mich ja voll an 2001. Aus dem Schnee heraus. Naja, lässt sich so einiges finden, außer halt diese Frau. Wir sollten beim Verbündeten bleiben, ganz toll. Ein nervtötender Verbündeter, Leute. It is so terrible. Ja, vielleicht kann... Was ist das gerade für ein Herumgeblitze gewesen? Okay, das will mir gar nicht gefallen. Man bewegt sich durch den Schnee. Wie das allerletzte, aber sieht wenigstens authentisch aus. Was ich irgendwie will, das Ganze aus Illusionen vorgaukeln. Es ist irgendwie so wie ein Ort, der eigentlich nicht betreten werden darf. In meinen Augen zumindest. Ich meine, da kann jeder wieder was Eigenes eininterpretieren. Auf jeden Fall gibt das Ganze eine recht coole Musik. Nur die Mission ist halt mal wieder total für den Arsch.
Warte, komm zurück! Zurück zu Braddock, Charles, bevor er Verdacht schöpft. Ich komme hier allein zurecht. Aber, Sir! Kein Aber. Geht! Lauf nicht weg! Ich muss mit dir reden! Wenn sie überhaupt reden will. Ich bin nicht dein Feind! Glaubst du, das sinnvoller, auf einen Baum zu steigen? Jetzt aber. Oh mein Gott, Weib, du lass mich doch sprechen! Genug von diesem Spielchen! Ich muss... So ganz hat es nun wirklich nicht geklappt. Die Gesellschaft des Todes. Okay, Gesundheitsverlust. 50%. Ach, das ist doch mal wieder zum Kotzen ohne Ende. Ich habe drauf gedrückt und es hat nichts gemacht. Passiert mal wieder auf solche dummen Quicktime-Events, die alle auf dem PC mit E bewältigt werden können oder mit der Taste E. Och, verflucht nochmal, das kann mein besten Willen nicht wahr sein. Okay, es kann eh nur zwei Tasten geben, mit denen wir das machen können. Also, auf geht's. Okay, doch nicht, es gibt noch mehrere Tasten. Sehe ich egal, wenn mal einmal von dem Wolf angegriffen wird. Warum? Ist doch scheiße hier! Das strapaziert wieder an meinen Nerven. Einmal. Okay, ich kann mich voll und ganz auf den konzentrieren. Gibt's noch einen? Okay, ich soll die Frau wieder suchen. Ohne vielleicht von diesen Bestien angegriffen zu werden. Okay, wirklich gefunden haben wir die gute Dame jetzt nun echt nicht. Ja, das wird ein langer Part. Warum schwitze ich so? Okay, der Kreis hat sich verkleinert, Fragezeichen. Oder eher gesagt, haben wir ihn verlassen. Du kostest mich Nerven, Weib! Ach, da oben ist sie ja.
Na komm, das müssen wir doch auch hinkriegen. Nein, natürlich nicht. Bist du nicht richtig im Kopf? Ich, Haven, ich komme in Frieden. Warum sprichst du so langsam? Entschuldige. Was willst du? Nun, deinen Namen fürs Erste. Ich bin Gazizio. Ist mir eine Ehre. Gazio? Nenn mich einfach Zio. Dio? Zio. Zio. Nun sag mir, warum du hier bist. Woher hast du das? Einem alten Freund. Diese Zeichen gibt es nur an einem anderen Ort. Wo? Es ist mir verboten, darüber zu sprechen. Ich hab euch befreit. Bedeutet dir das gar nichts? Schau. Ich bin nicht dein Feind. Nicht weit von hier ist ein Hügel. Triff mich dort. Und wir sehen, ob du die Wahrheit sprichst. Ja, Leute, das ist so spannend, dass ich es mir nicht verzeihen könnte, es noch in diesem Part abzuwickeln. Bis zum nächsten Mal, ciao. Halle die Unstaff und denkt daran, Freundschaft ist Magie. Wir haben immer noch nicht Limit für Gesundheitsverlust bestanden, das ist ja der Wahnsinn.